Wie jedes Jahr im Sommer heißt es ab heute wieder Vorhang auf für das Stadtwerke Sommerkino. 39 Nächte insgesamt dauert das beliebte Kino-Event, das schon seit 1996 im Landschaftspark stattfindet. Der Film fängt zwar erst um 22 Uhr an, aber es ist schon jetzt ordentlich was los. Ja, Herr Gottlob, jetzt ist ja das Gröbste geschafft. Wie froh sind Sie jetzt, dass es endlich losgeht? Ja, im Prinzip fangen wir ja im September des Vorjahres an. Und wenn es dann endlich soweit ist, wenn der Eröffnungstag da ist, dann drücken wir nur noch die Daumen und sind froh, dass es endlich losgeht. Es ist eine gigantische Arbeit vorher, vor allen Dingen in den letzten 2-3 Monaten. Aber die ist jetzt getan und jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter und auf schöne Filme jeden Abend. Ja, sieht ja ganz gut aus. Die letzten Jahre hatten wir nicht immer so Glück beim Eröffnungstag. Wir drücken die Daumen. Was ist denn dieses Jahr Ihr persönliches Highlight? Also ein Highlight wird in diesem Jahr mit Sicherheit sein die NRW-Premiere von Grüner wird's nicht, also der Film mit Elmar Wepper. Elmar Wepper macht immer nur ganz wenige Kinofilme und wenn, sind die immer was ganz Besonderes. Also da dürfen wir in diesem Jahr auch guter Hoffnung sein, dass wir wieder einen besonders schönen Film zu sehen kriegen. Er kommt selbst auch hierher. Mal gucken, wer noch alles mitkommt. Das ist eben die NRW-Premiere, das ist ja was. Und das andere ist mit Sicherheit der Livecast, der kommt, um hier mit den Fans Rocky Horror Picture Show zu feiern. Wenn man dann den kompletten Film sozusagen neben der Leinwand auch noch live auf der Bühne erlebt, das ist ein Erlebnis, das wirklich geht unter die Haut und da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall heute ganz viel Spaß und dass das Wetter sich hält und trocken bleibt. Und ja, ich frage jetzt mal bei den Besuchern nach, was denen eigentlich am besten am Stadtwerke Sommerkino gefällt. Und ich wollte fragen, ob Sie heute zum ersten Mal im Stadtwerke Sommerkino sind. Nee, ich bin seit Jahren Stammgast hier. Warum sind Sie Stammgast? Was gefällt Ihnen am besten? Ja, es ist die beste Location, die wir überhaupt in Nordrhein-Westfalen haben. Und eine unglaubliche Atmosphäre, tolle Filme. Wir waren schon mal da, letztes Jahr. Schön hier. Also Wiederholungstäter, warum? Was gefällt Ihnen am besten? Die Location hier. Nette Leute. Schöne Umgebung ringsrum, gute Parkplätze, alles gut. Ja, im Stadtwerke Sommerkino finde ich also die Atmosphäre ganz toll. Hier das alte Hüttengelände, die schöne Beleuchtung, die Geselligkeit. Die coole, chillige Atmosphäre vorher. Bei Ihnen? Ja, genauso. Also das einfach hier mit dem Sand, mit dem Essen und mit der Möglichkeit, hier was trinken zu können, nett sich unterhalten zu können, ist einfach toll. Waren Sie schon mal im Stadtwerke Sommerkino? Letztes Jahr. Ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Noch davor. Nee, es tut mir leid, ich bin zum ersten Mal hier. Das macht nichts. Ja, was gefällt Ihnen denn jetzt gerade, wenn Sie es schon so sehen, was gefällt Ihnen hier so am besten? Also ich habe noch nicht viel gesehen, aber ich finde das erstmal schon mal vom ersten Eindruck ganz nett hier. Zumal ich gehört habe, dass dieser Beachclub ja jeden Abend auf hat, glaube ich. Ne? Mhm. Ich komme aus Oberhausen, bisher war das für mich vollkommen neu hier. Ich suche das Kino, wissen Sie, wo das ist? Ja, das ist gleich da oben. Ah, okay. 44 Filme an 40 Spieltagen werden auch in dieser Saison wieder geboten. Den heutigen Auftakt macht die französische Komödie Liebe bringt alles ins Rollen. Der Schauspieler Franck Dubos gibt hier sein Debüt als Regisseur. Nebenbei spielt er auch noch einer der Hauptrollen und hat das Drehbuch geschrieben. Wie kam es dazu, dass Sie sich genau für den heutigen Film entschieden haben? Ja, weil das hast du gemacht. Eine Liebeskomödie ist und ich hoffe, dass ich viel Spaß haben werde. Was erwarten Sie von dem heutigen Film Liebe bringt alles ins Rollen? Viel Spaß. Spaß, also wird ja ein lustiger Film, glaube ich, mit so einem französischen Humor und das gefällt uns gut. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Taschentücher brauche. Letztes Jahr waren wir in der Mumie, das war schrecklich für mich und deshalb haben wir diesmal, wir haben ja, das ist eine schöne Komödie, eine Liebeskomödie und diesmal habe ich gesagt, das möchte ich mal wieder was für eine Frau. Und ich denke, es wird viel zu lachen geben, zum Auftakt genau das Richtige. Ansonsten kenne ich den Film natürlich nicht, aber französische Komödie, da kann man nichts falsch machen. Ne? Meine Frau hat mir den Namen vom Film genannt, aber er wird, ja genau, Rollen und Liebe, es wird schon ein guter Film sein, aber es geht wirklich ums Event hier, um Freunde treffen, ja. Kollegen treffen, das ist das Wichtigste.
Everybody say something, Mit guter Laune und Vorfreude begann bereits der Auftakt des diesjährigen Stadtwerke Sommerkinos. Morgen wird dann ein Film für das etwas andere Gemüt geboten. Jurassic World, das gefallene Königreich, entlarvt nicht den Dinosaurier, sondern den Menschen als das wahre Raubtier. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung.